doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Freunde. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer, falls ihr das seht. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Heute ist es wieder soweit. Wir drehen ein YouTube-Video und ein ganz besonderes, weil das gab's, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal. Wir nehmen eine Ess-Challenge auf. Der Grund... Keine Ahnung, Adam hat mich gefragt, mach doch mal eine Ess-Challenge. Ich habe zu Adam gesagt, ist nicht so, dass ich viel essen kann, aber ich kann mal das Maximum rausholen. Aber ich mache das ganz nicht alleine. Ich habe mir zwei Kandidaten dazu geholt, die wirklich viel essen können und die auch wirklich zwei Maschinen sind. Ich werde sie euch im Laufe des Videos vorstellen. Ansonsten, lasst gerne ein Like da, kommentiert dieses Video, abonniert diesen Kanal, lasst mich gerne wissen, wie euch das gefallen hat. Und als nächstes würde ich sagen, sehen wir uns an dem Ort, wo wir uns... ausrüsten für die Essens-Challenge. Oh. Yeah, 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 ich bin like that. Schau dich like dein Ass-Fangoon. Diese Rolling ist echt schon flut. Also, ganz kurz die Location, wo wir das Essen abholen. Es gibt Street-Food-Burger. Hier waren wir schon mal essen. Ich war hier schon mal essen. Das sind meiner Meinung nach die besten Burger. Sind Smash Burger in Nürnberg? Ist die Nummer 1. Spreche ich aus, lege ich meine beiden Beine für ins Feuer. Ihr könnt gerne den Geschmackstest oder wo wir das Ganze zum ersten Mal gegessen haben, hier sehen, weil hier wird euch das YouTube-Video eingeblendet. Viel Spaß dabei, gönnt euch das auch. Madi. Lo, wetin. Number one, Fredda. Das ist mein Duo. Yes, bro. Also, wir sind jetzt hier. Es gibt hier drei Burger. Den roten Burger, Street Burger, Burger Nette 439. Ich habe mir gedacht, sollen wir alle nehmen? Mischung, was sagt ihr? Ja, jeder soll nehmen, was er will, oder? Ja? Ja, oder? Ich kann halt schlecht einschätzen, was der essen kann. Ihr kriegt gleich noch mal eine Vorstellung von allen, was dieser Mann essen kann. Ich weiß, was ich essen kann und ich weiß halt auch ungefähr, was Metin essen kann. Was würdest du sagen, kannst du essen? Sechs. Ehrlich? Ehrlich. Maximum oder so locker? Ich bin gut dabei mit sechs. Sechs oder nachher? Wenn ich bis kotzen gehe, dann schon mehr, aber so sechs. Okay, dann wie isst du? Sehr viel zu. Ich mach drei maximal. Ja, ich hab auch gesagt drei. Okay, ich werde. So zwei. Okay, wir da macht eine mehr als normal. Vier, fünf. Okay, und ich werde einfach mal durchgehen. Okay, dann sagen wir mal bei Mani, wir gehen bei Adi, Mani mit 8. Wir gehen bei ihm mit 7. 6. Ja, okay, 8. 15, 8. Dann haben wir 14, dann machen wir 19. Machen wir 25 insgesamt oder ist zu viel? Was willst du mit dir? 2. 2? Was ist das für ein Shit? Oder was? 3. Okay. Du bist auch 4. 4, 5, 6, 8. Ich sag 25. Ja, 25. 25? Und jetzt kommt so ein krasser, weirder Flex. Okay. Jetzt kommt ein weirder Flex. Ich hab hier einfach eine Platin-Karte. Also so, dass ich Prozente bekomme. Ja, zum Mitnehmen. Ich hab auch so eine Platin-Karte. Ach, ich hab so, ja, die. Das ist die. Das ist so eine Karte. Das waren die auch alle schon bei der Ärger. Das ist kein Wunder. Ich fühle mich da wie in dieser amerikanischen Wettessen, wo diese Hotdogs mit Wasser am Schluss. Guck doch in Hotdog mit Wasser ein und essen. Immer mal mitmachen. Wie groß?
1,74. 1,74? 1,74. Ich kenne Air Force an. Gewicht? 5. There's a quest for answers and a creature of the past. Hier werden gerade für uns die Burger gemacht. 25 Buletten. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich hatte anfangs gedacht, es sind zu wenig. Jetzt bin ich der Meinung, es sind zu viel. Aber wir werden es sehen, wenn wir uns an das Ganze herantrauen. So. So sehen 25 Burger aus mit noch ein paar Side-Sachen, Pommes und so wurden noch dazu gemacht. Und das ist jetzt die Challenge. Wir sehen uns bei mir zu Hause. 90439 für die Leute, die es auch testen wollen. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Hey, danke Jungs. So, wir haben jetzt hier das Essen. Das sind 25 Burger. Ich weiß nicht, wie viel Kilokalorien das haben, aber ich würde es schätzen, vielleicht kriegt es Devin raus. Devin, wenn ja, blende es jetzt einmal ein, was so ein Burger an Kilokalorien hat. Aber ich denke so 600, 700. Davon haben wir 25 Stück. Dann haben wir noch so ein paar Essentials. Nuggets, dazu auch Pommes. Natürlich wird auch getrunken und das ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur unglaubliches Marketing. In diesem Haus gibt es nur fucking Vitawelt. Fucking Vitawelt. Das heißt, an jeden, der es noch nicht probiert hat und sein Essen mal wirklich genießen möchte, der nimmt sich auch eine Pulle Vitawelt, weil dann schmeckt alles besser. So, ganz kurz zu den Kandidaten. Ihr seht Madi. Ihr seht Kracher. Und das ist der Ernährungsberater von Sydney. Und ich bin ich. Ich bin ich. Metin hat sich bereit erklärt, das Ganze hinter der Kamera zu filmen. Vielen, vielen Dank, Metin. Wie sind die Lichtverhältnisse? Ist gut. Ja? Bin ich nicht zu dunkel? Ja, wir lassen es. Wir geben eine ganz kurze Einschätzung. Das Maximale, was ich... Mein Bruder auf der Jagd, jeden Tag unterwegs. Was ich schaffe, 5 Burger. Max. Also dann weißt, ist es beim... Weißt du, was auch stark ist? Leute müssen in den Kommentaren beraten, wie viel ihr schafft. Bevor ihr jetzt drückt, ihr Stopp. Kurze Pause, Devin. Bup. Geht in die Kommentare, schreibt im Vorhinein Madi, Willi, Adam, wie viel Burger wir, was ihr denkt, wie wir viel schaffen. Und dann schaut ihr weiter. Und hier sind wir wieder. Ich sag, ich schaff 5, Madi. 6, 7, so. Ich sag, es ist... Hey, ich muss danach ins Training, Mann. Ich kann jetzt nicht kotze einmal. Doch. Ich schaff 5. Ich werde mindestens einen mehr essen als Willi. Also auch wenn ich kotze. Also, ja, alles andere wäre auch irgendwo nicht normal. Deswegen... Sag denn, was meinst du doch? Lasst es euch schmecken. Wir fangen an, dass ihr mal hier sehen könnt. Bruder, Bismillah, ich will Gas geben. Ich hab Hunger. Wie so ein Burger ausschaut. Das ist das Ganze. Deswegen, wir hauen rein. Ihr kriegt Aufnahmen, wir werden reden. Und ja, ab hier kriegt ihr auch einen Timer, dass ihr das Ganze mal so auf Uhr habt. Und ja, viel Spaß. Kommentare mehr Likes als sein Beitrag. Sein Kommentar hat mehr Likes als mein Beitrag. Hab ich einen Likes? Mhm. Mhm. Boah, ich kann nicht mehr. Boah, was für mich sind kalte Wurst. Mhm. Das sind kalte Burger, Mann. Aber ist so mit, ich glaube, dann kann ich mehr essen. Echt? Weil, wenn die warm sind, sättigen die, glaube ich, einen. Ja. Ich gehe schwer darunter, finde ich. Das Ding ist bei mir, ich habe ein gutes Tempo, ne? Mhm. Also. Ich lege unglaublich vor und falle unglaublich zurück. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu gut performe bei dieser Challenge. Schwinge aber gut, ne? Mhm. Für die Leute aus Nürnberg, also ohne meine persönliche Meinung, das sind die besten Burger, so Smash-Burger, ne? Ja, Mann. Ich gucke immer nach links und sehe seine Arme und habe das Gefühl, ich sitze neben Ada 2.0. Alter, ich habe sogar lange geschwört, Mann. Ich habe die sogar verdeckt heute, Mann. 1,95, 120 Kilo. Nicht nur. Mal zwei. Ich glaube, verrückter Call, hätte ich deine Maße, wäre ich Anthony Joshua. 100%. Vom Aus? Yeah! Adam, dein zweiter, ne? Ja, jetzt mein zweiter. Bei mir Nummer 1 weg, bei dir Nummer 2 jetzt? Ja, 1,5. Also ich gehe jetzt in den zweiten rein. Ja. Komm, ich bin Nummer 3. Ich hab vor, Mali packt dann einfach mal so ein Glas Wasser ein und tunkt es dann ein. Er hat einfach mal 2 Burger in beiden Händen. Mit Wetter. Wir machen echt voll viel, ne? Wettessen, wir tunken einfach wir essen. Wir schwingen es ja dann noch. Okay, das ist mein zweiter und das ist meine durchschnittliche
Also so mit zwei Essig normal. Zwei sind bei mir normal. Jetzt kommt die Arbeit. Ja. Hör auf. Das ist ja, schade, ne? Ja. Ab jetzt hört Genuss auf. Den schaffe ich noch. Lang vorbei? Ich, den vierten ziehe ich auch an. Ich mache jetzt kurz, ich habe zwei. Zwei dann die Pause. Dann habe ich nochmal zwei. Also ich gehe jetzt noch in den vierten und danach. Bei vier bin ich eigentlich? Vier? Wie? Ich glaube, du bist bei fünf. Nein. Bei vier? Das ist der vierte? Ich bin noch vierter, ja. Nein, ich habe erst einen mehr. Nein, das ist niemals der fünfte. Zwei, vier. Ja? Dass ihr auch so einen kleinen Vergleich habt. Madi ist so Bodybuilder. Ja. Bodybuilder, ein bisschen Kampfsport auch, ne? Genau. Ich bin jetzt explizit eigentlich nur Leistungssport und Influencer natürlich. Das beansprucht auch meinen Körper extrem. Und Adam ist halt nur Beratung. Beratung, Personal. Bei der läuft's gut. Ja, also bei dem. Bin voll zufrieden. Nummer 4. Und ich glaube auch mit dem Mann verabschiede ich mich mit einem dreifachen Hip Hip Hurra. Aber 4, ganz ehrlich, 3 hast du jetzt geschafft, ne? Jetzt kommt der vierte. Digga. Wer isst auch einfach so 3 Burger? Die Nummer 5, Leute. Du bist das biggest L, was es in diesem Video gibt. Ich mach noch 2. Keine Abzufangs. Warrior! Zwei ist so, wenn ich essen gehe, hole ich mir 2 ohne falschen Ehrgeiz. Mhm. Wenn ich diese 2 gegessen habe, denke ich mir, boah, den dritten hätte ich eigentlich auch noch gekonnt. Jetzt habe ich 3, gehe auf den vierten, ja, und ich hasse mich. Ja. Nur noch Arbeit. Ja. Ihr seht uns zu und die Erwartungshaltung ist eigentlich richtig hoch. Und ich bin so froh, dass Madi da ist, weil er quasi dafür sorgt, sure, dass hier eine Leistung erbracht wird. Weil er bringt nur das Aussehen mit von der Leistung. Erst für die Optik da. Ja. Ich bin nur hier, damit der schreiben kann, dass ein Fett aufschreibt. Ich Bodybuilder, Sportler und Fett. Und das war nicht mein Kämpfer. Ja. Ich schreibe es nicht mehr fetter. Nochmal, kein Bodyshaming. Jeder ist auf seine eigene Art perfekt. Ob er Muskeln hat, keine Muskeln hat, etwas korpulenter ist. Sure. Und so fett bin ich gerade. Das ist Ansichtssache. Hey, wartet, ich gebe sogar den Zeitspot. Sie hatten, es war 18.17 Uhr, jetzt ist 18.22 Uhr. 5 Minuten. 5 Minuten Pause. Wo bin ich jetzt bei dir? Ja. Oh, schau, wie seine Büsse sind. Schau mal, der halbe Burger aufgegessen. Milti. Ich weiß nicht, was es gab, also die Folge bei Kani, da hatte der so einen Toten, ja, so Speck am Rad, quasi. So eine Jacke, ich auch. Immer Bacon dabei. Für meine Jungs. Omet. Als Omet mal wieder schreien. Over? Okay, 7, stark. Ich sag 7 sind top. 7 ist krass, oder? Ich sag 7 ist top. Aber dann immer noch nicht gemacht. Ich mach doch, boah, du isst wie ein Dingsbruder, du hast 3 Bisschen. Da kennt ihr diese Folge bei SpongeBob, wo Patrick seinen Mund auf den Tisch hat. Ja, und alles wechselt. Ich 4 und ich bin sehr stolz drauf. 4. 4,5. Nicht mal eine halbe. Warum sind das 2 Bissen? Oder bitte? Ich sag auch, das sind 2 Bisse. Oder ich wollte mich ficken. 2 Madi-Bisse. 2 Madi. Okay, sagen wir 4,5 gebe ich dir. Übertreib nicht.
Ich glaube, das war's. Ich sage erstmal danke an Madi, dass er sich die Zeit genommen hat. Gerne, gerne. Danke an Adam, was nicht so performt, wie ich es mir erhofft habe. Danke an Metin hinter der Kamera. Und danke an jeden Einzelnen, der sich das Video bis hierhin angeschaut hat. Sagt mir gerne, wie es ihr fandet. Meine nächste Videoidee ist... ich gehe ins Boxtraining mit ihm. Ich gehe ins Boxtraining mit ihm und werde ein bisschen Jabs und auch mal ein bisschen Sparring machen. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr es gut findet, sagt es mir. Das war's dann auch. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und abonniert diesen fucking YouTube-Kanal, weil es ist umsonst. Umsonst! Drück auf dieses Abonnieren! Ja, Mann, ja! Schwitz, ich hab's Gefühl, ich hab Kopfschmerzen. So sieht ungefähr auch immer Musti aus. Nur, dass ihr das auf dem Schirm habt. So sieht Enttäuschung aus. Ich bin K.O., Alter. Und einer legt noch mal nach. Das sieht sein Achter. Okay, das keiner checkt. 1, 1, 2, 2, Mr. Nice. Mr. Nice Guy ist so High School Musical American Pie.